Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft. So, und ja, das letzte Mal hatten wir ein paar Sachen gesammelt, daran kann ich mich erinnern. Und ja, wir hatten eine Riesenschlucht gefunden. Aber... Und jetzt kommt ein Aber, ich weiß. Denn ich habe etwas vor. Ich habe eigentlich etwas Riesiges vor. Etwas, das wir sehr viel Zeit brauchen werden. Boah, die Sonne blendet. Wieso, wird das Nacht oder was? Wird es schon dunkel? So. Das eine ist, ich werde viel Leder brauchen für Bücher. Ich hatte schon gesagt, ich möchte eine Verzauberungsbank. Das möchte ich aber nicht einfach irgendwo hier haben. Nein, nein. Denn ich spiele sowieso öfters Magier. Ja? Und ich möchte etwas bauen. Und zwar ein Magierturm. Ein Magierturm, also einer, der richtig in die Höhe geht. So ein richtig typischer Magierturm. So, dafür gibt's natürlich, wie soll ich sagen, ein paar Schwierigkeiten. Denn erst einmal, wo kriege ich so viel Material her? Erster Punkt. Zweiter Punkt eigentlich, wohin? Ja, ich habe überlegt, ob er da vielleicht nicht passen würde. Da? Und dann so richtig noch in die Höhe. Erster Punkt. Und zweitens, wie kommen wir dorthin? Ich habe überlegt, dann so etwas wie einen Fahrstuhl. Ja, also so, dass wir irgendwie hinkommen und dann einen Fahrstuhl. Und dann noch ein Punkt. Ich weiß nicht, ob er sich auf Obsidian machen soll. Also ihr wisst schon, diese schwarze Steine. Der schwarze Magierturm. Ich möchte aber nicht irgendwie was benutzen mit, also jetzt hier mit, umstellen, indem ich zum Beispiel sage, ja, ich tue es einfach, ich möchte diese Steine selber Halle erschaffen. Und der hat irgendwie hier Problem. Mit dem Wasser, der hat irgendwie ein Problem. Ja, der ist gerade beim Laden. Oh, ich sollte vielleicht schlafen gehen. Ja, und ich habe überlegt, boah, soll der Magierturm aus schwarzer Gestein sein? Ja, dafür muss ich aber mich zuerst informieren. Das dauert aber noch, bis wir das anfangen. Denn, wie gesagt, ich brauche viele Bücher. Der erste Punkt. Was kommt in den Magierturm rein? Ich habe überlegt, auch so ein Portal in der Nether. Auch in den Magierturm dann da drin. Also so richtig so. Und irgendwie. So. So, der Mond. Ja, versteht ihr, was ich sagen will? Also so richtig so ein richtig schöner hoher Magierturm. Dass man vom Weiten schon sieht, wow. Und am besten wäre natürlich aus schwarzer Gestein. Oh, Optifine, gibt's neue? Das heißt aber, dass ich jetzt diese Aufnahmesession, die wird sowieso nicht lange sein, weil ich auch was anderes vorhabe, als nur jetzt ihr das zu machen. Aber ich habe schon die Pläne, ups, in so ein kariertem Blatt, so ein bisschen schon so ein bisschen so, ja, wisst ihr? Hallo? Ja, so ein kariertem Blatt schon ein bisschen, ausgemalt, wie es ungefähr sein könnte, wie es aussehen sollte. Ich habe schon gedacht, da ist ein Creeper. Versteht ihr? Also sowas habe ich mir schon da ein bisschen da... Ah ja. Nein, nicht explodieren. Ja, so ist okay. So, und eins natürlich, ich brauche wirklich sowas. Denn seht ihr, ich bin schon Level 29. Okay, das letzte Mal, ich war schon mal viel, viel weiter. Und dann bin ich... Na, ihr wisst schon.
So, dafür heißt es aber jetzt, dass ich irgendwie was sammeln soll. Denn die Kühe müssen gezüchtet werden. Ich brauche sehr viel. Sehr, sehr viel Kühe. Aus den Kühen kriege ich dann auch Fleisch. Das ist auch nicht schlecht. Oh, so ein richtig schönes Steak. Mm. Ja, ich bin ein Fleischesser. Muss ich ehrlich zugeben. Ich esse auch gern Gemüse. So ist es nicht. Aber also ohne Fleisch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die Welt besteht nun mal aus Fressen, aus Essen und gefressen werden. Ja, also es ist einfach so. Alle guten Menschen da draußen, die einfach sagen, ja und so. Ja, ich hätte auch gern, dass die Welt anders ist. Es ist aber nicht so. Wir müssen uns nun mal ernähren. Und es ist einfach so, dass nur aus Gemüse und Salat wir nicht so werden, wie wir heute sind. Wir brauchen die hohe energetische Potenzial von Fleisch. So, das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, ups, okay, das, was siehst, wenn einer kommt und sagt, Pflanzen haben auch Gefühle. Was essen wir dann, Steine? Also ich weiß nicht, Leute, aber irgendwo müssen wir auch sagen, okay, gut. Dass man Tiere schlecht behandelt für so, dass man Tiere schlecht behandelt, damit man die noch mehr Gewinn hat, das ist, okay, das ist, finde ich, eine Schweinerei. Aber, dass wir Fleisch essen, das ist nur einfach so. So, macht ihr Gulli-Gulli mit die anderen Galli-Galli und dann könnt ihr Gulli-Gulli machen, ja, also schön, schön, da hier. Du nicht. So. Wie sagte er schon? Geht und vermehret euch. So. Ja, ja, vermehret euch richtig. Ich brauche Leder. Und wie ich Leder brauche. Da ist eine Kuh, die nichts, die nur Herzchen hat. Jetzt hat sie kein Herzchen mehr. So. Du vielleicht? Nein. Du. Ihr sollt euch finden. Und euch binden. So, ich habe nichts mehr. So, upsala, nein. Okay, viele kleine Kühe. Ich hoffe, die sind alle satt. So, ich lasse noch ein bisschen. Und was ich auch noch brauche, ist nochmal ein Gatter. Denn ich will auch den Boden ausstaffieren. Und dafür brauche ich Wolle. Oh, und Farbe. Und wo soll ich das alles herbekommen? Ha. Und ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe. Ich freue mich schon auf den nächsten Patch. Denn dann wird endlich Pferde geben. Ja, Pferde. Ja, die kann man jetzt auch schon so haben mit einem Mod und sowas. Aber hallo, mein richtig schön Pferde. Ohne Mod, sondern wirklich was dazu gehört. So, jetzt hier mal ein bisschen Platz frei machen, denn so sehr Schafe auch lieb sind, die sind einfach zu laut, so wie die Kühe. Und die möchte ich nicht unbedingt neben mein Haus haben. Wer kann denn dann sonst schlafen? Versteht ihr? Wer kann denn sonst nachts schlafen? So, das Katter kommt hier hinten. Da ist Wasser. Das ist gut. Da kann man den Trog schon daneben stellen. Upsala. Ups. So. So, damit es ein bisschen... Damit es nicht alles so viereckig aussieht. Damit es ein bisschen nach Natur aussieht. Denn die Natur ist nun mal nicht viereckig. Die Natur ist nun mal krumm. So, ja, ist doch in Ordnung. Hier nochmal. Gut. Und hier brauchen wir, wie gesagt, das Gatter. Das Gatter? Nö, du nicht. Du hier.
für die Schafe. Die tun wir gleich hier nebendran. Dafür müssen wir aber... Dafür brauchen wir erstmal Holz und Gatter und... Ups, falsche Taste gedrückt. Jetzt... Na? Ach so, ja. Ich bin also eine... So eine Intelligenzbestie. Ja, ich bin einfach... So, ich muss natürlich pflanzen. Obwohl es ein bisschen zu hell ist hier irgendwie gerade. Komm her, nicht runter. Zu mir, schön zu mir. So, jetzt hier, gut. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, ob das Karotten oder Kartoffeln sind. Kartoffel. Ich glaube, hier muss ich ein bisschen, das Ganze ein bisschen, die Belichtung ein bisschen irgendwie runterdrehen. Das ist irgendwie ein bisschen überbeleuchtet, habe ich das Gefühl. Das kommt durch die Shader. Und ich weiß nicht, wo ich ganz genau, wo ich das runterdrehen kann. Ja, aber es ist ein bisschen überbeleuchtet. Ich weiß, ich habe jetzt nie darauf geachtet, auf dem Video, ob es auch so rüberkommt. Ja, also, nach der Aufnahme. Bei YouTube. Habe ich jetzt nie darauf geachtet. So. Okay, das sieht einigermaßen gut aus. Komm, die sammeln. So. Hi, Bello. Na, nervöse Kameraführung habe ich. Eine nervöse Kameraführung. So, Holz, Erde, Steine. Und die sind wahrscheinlich... Ja. Nein, du kommst hier runter. Hier runter. Aus dir machen wir Brötchen. Brötchen, habe ich gesagt. Gut. Aber wisst ihr was? Ich freue mich schon richtig auch auf die Höhle da unten. Na, so. 1, 2, 3. Ja, auf diese riesige Schlucht, die wir gefunden haben. Darauf freue ich mich auch. So, und jetzt hier Erde. Ja. Und jetzt hier Erde. Ja, irgendwann kenne ich mich auch hier aus in meiner eigenen Hütte. Bis dorthin aber... Naja, wisst ihr schon. Was ist das hier? Tintensack. Oh, ein Tintensack. Kies. Ja, komm her. So. Das sind Schienen, die ich gesammelt habe. Glatter Sandstein, gemeißelter Sandstein. Hört sich alles wunderbar an. Naja, Zaun haben wir nicht viel, oder? Leiter. Mal schauen, was wir machen können. So, einmal, zweimal, dreimal. Das wird knapp. Was mache ich denn da? Jetzt hier. 17 ist nicht viel. 17 ist gar nicht viel. So. Und so sind meine ganzen Stöckchen auch schon wieder weg. Aber... Ach so, ja, ja, genau. Was brauche ich auch noch? Eine Tür. Und jetzt sind meine Stöckchen alle weg. Ein Zauntor. Und jetzt gehen wir und bauen wir den Zaun für die Schafe. Denn wir brauchen auch Wolle. Und wir brauchen Farbe. Denn ich werde den Boden nicht weiß machen. Spinnt ja wohl. Ein weißer Boden. Später kommen noch Kinder dazu wahrscheinlich. Und dann, wie es... Kann ich ja jeden Tag sauber machen. Naja, oder die Ehefrau halt jeden Tag sauber machen. Das kann ihr doch nicht antun. So, und hier... Das wird nicht reichen. Oder? So, hier. Hier. Oh. Oh, das reicht. Das reicht. Das ist ja wunderbar.
So, und wir laufen wieder zurück. Denn es ist wieder dunkel. Wo kommt denn die Dunkelheit auf einmal her? Auf einmal ist es so dunkel, so zu, dass kein unanständiger Besuch kommt. Hi Bello. Ja, hallo Bello. Ja, hallo Bello. Knurrst du etwa? Knurrst du etwa? Knurrst du mich an? Ich hoffe nicht. Denn ich gehöre zu den friedlichen Menschen. Und wenn man nicht friedlich zu mir ist, dann kann ich auch anders. So, was will ich? Ich will den Zaun zurückbringen. Und ich will Hölzer. Stöcker. Ich brauche Stöcker. Fichtenholz, Tropenholz, Eichenholz. Tropenholz will ich behalten. Der Birkenholz möchte ich eigentlich ein bisschen benutzen. So. Na, dann brauche ich das hier nicht. So, komm her, Birkenholz. Brauche ich nicht unbedingt. So. So, jetzt in die Höhle gehe ich nicht. Ich muss da am nächsten Morgen ein paar Schafe einsammeln. Und dafür brauche ich wieder. Hier? Ach, da habe ich eine. Gut. Also, gute Nacht. Wir sehen uns morgen und dann muss ich ein paar Schafe sammeln. Also dann. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich brauche auch noch mehr Bilder. Und ich brauche noch. Ach, ich brauche noch so viel. Und ich brauche Obsidiansteine. Denn ich muss da hinten einen schwarzen Magierturm machen. So richtig so hoch und dann ein bisschen so abgeknickt und dann so, versteht ihr? So richtig so. Ja, das sind schon ein paar Gedanken, die ich habe. Und das soll hoch sein, ja? Also man soll hier stehen und denken, oh. So ist der Plan. Meistens sind solche Pläne zum Scheitern verurteilt, weil sie einfach zu big sind. Einfach zu big. So, eine Spinne. Hi Spinni. Komm her, Spinni. Spinni. Nein, du sollst mich nicht schlagen. So. Okay, ich müsste die Spinne holen, denn das war ihr schuldig. Das war ich hier schuldig, die Spinne. So, komm schon. Hier, genau. So. Sammeln. Und jetzt muss ich hier einfach nur Schafe erstmal holen. Dafür muss ich jetzt irgendwie schauen, wie ich hier am besten komme. Ja. Und zwar muss ich dafür sorgen, dass die Schafe irgendwie hierhin kommen. Ja, mein Gott, sind die laut. So, jetzt hier. Dann mache ich das Ganze erstmal. So, ein paar Stück. So, dann komme ich mit die Schafe hierher und die springen dann alle da rein. Und dann kann ich das Ganze wieder wegnehmen. So, komm her, Schafe. Upsala. Schafe. Hüpp. Ich habe hier nur zwei. So, kommt her. Ich will keine Kuh. Ja, kommt her. Hopp. Kommt her. Ja, komm her. Komm her. Kommt her. Ich hoffe nur, es kommt nichts von hinten. So, kommt her. Hopp. Kommt her. Yippie! Kommt her! Ja, brav seid ihr. Ich hab nichts mehr. Ja. So, euch zwei. Ich brauch Leder. Und Steaks. Hab ich überhaupt Leder bekommen? Bringt nichts. Jetzt habe ich Leder bekommen. Errungenschaft Cowboy. So. Jetzt hier.
So, sehr gut. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen schauen, ob ich noch ein bisschen hier Weizen kriege. Damit ich gleich das nächste kleine Schaf habe. Fünf Stück Rohfleisch. Und ein Stück Leder. Och Gott, oh Gott, oh Gott. Dafür habe ich zwei Kühe getötet. Für ein Stück Leder. Na, wenn das nichts hier wird, dann wird nichts. Juhu! Da, da, so, und jetzt macht kleine Schafe. Ich gucke auch schon weg. Ja, ich gucke weg. So, da ist das kleine Schäfchen. Das Lamm. Upsala. Ja, du bist aber eine kleine Süße. Du bist aber eine kleine Süße. Ja, komm her. Hä? Ja, verschwinde zu Papa und Mama. Geh weg. Schafe bringen nur Wolle. Also kein Fleisch, gar nichts. Also ein bisschen.